Peng, servus, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal ChocoPlays zu Euro Truck Simulator 2. Mein erstes experimentelles Projekt, also die erste Staffel, die Folge Nummer 12. Für alle, die mich kennen, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Für alle, die mich noch nicht kennen, schön, dass ihr mich gefunden habt. Yo, immer noch Spielzeit, weniger zwei Wochen, immer noch Checo, mega unerfahren, immer noch im Auftragsangebotsmodus, noch keine eigene Karre gekauft. Ich hänge immer noch, wo hänge ich eigentlich rum? Bei Level 17, will mich noch ein bisschen hochleveln, so bei Level 20 dann wohl wirklich kaufen. 487.000 Euro schon am Start, von daher wunderbar, nichts gescheatet, alles ehrlich und fleißig erspielt. Und ja, hab mir schon ein bisschen was ausgesucht, will mal jetzt eine kurze Strecke fahren und zwar, jo, mit dem MAN ist ja genau meins, mit 400 PS, ist jetzt nicht gerade hochmotorisiert, oder? Macht aber nichts. Gabelstapler von Berlin nach Magdeburg. Kurze Strecke, hab auch nicht viel Zeit, nehme ich euch gerne mit und freue mich, dass ihr mitkommt. Mach mich noch fix klein, so soll das sein. Und es ist noch dunkel draußen. Wir starten auch einfach gleich. Warum denn auch nicht? Wo geht's denn hier raus? Irgendwo da, oder? Also, warum auch die kurze Strecke noch on top, dass ich gar keine Zeit habe? Ich werd's doch wohl mal jetzt hinkriegen. Geht's da raus? Geht's hier raus? Nee, geht nicht raus. Ach. Ich werd's doch wohl mal hinkriegen. Ohne Kratzer und sonst was aufzukommen. Ja, ich meine, jedes Mal, die Challenge ist erstmal immer noch dieselbe, solange wir uns einfach hochleveln, ein bisschen Geld verdienen, ja. Simulativ fahren, ja, Simulator. Also, da darf kein Kratzer reinkommen. Da kackt ja der Chef ab, da zahlst du ja jedes Mal ordentlich Kohle, wenn du den LKW zerschrammelst, so die Ladung. Also von daher, das ist irgendwie das oberste Ziel, natürlich auch nicht unbedingt blitzen zu lassen und so ein Quark. Wäre auch doof. Und ich habe es selber noch gar nicht so richtig auf dem Fokus, wie oft ich jetzt eigentlich nun schon wirklich unfallfrei durchgekommen bin. Beziehungsweise bagatellfrei, so nenne ich es mal. Bin ich hinten raus? Jo. Auf jeden Fall muss die Quote zunehmen. Und deswegen kurze Strecke, das muss doch wohl mal schaffbar sein. Also das kann ich gar nicht verkraften, dass es echt so schwierig ist. Und meistens, die letzten Folgen hat es ja immer so am Ende nochmal gekracht. Das Ding mit der Schranke. Das Ding am Einfahrtstor. Was ein Cheat. Also heute der Versuch aufs Neue. Auf geht's, wir geben Gas. Mal gucken, drückt mir die Daumen. Oh, volle Pulle verbremst. Oh Mann, ey. Aber ich sag's euch, yay! Yeah, noch 7 Kilometer. Und es schaut ganz gut aus. Nix bisher. Nacht in ETS 2 lieb ich, ja. Ja, denkst du, mag ich gar nicht. Regen dazu, es war ganz schön regnerisch. Mag ich auch nicht. Und jetzt wird's langsam schön hell. Ich bin auch tatsächlich ganz sanft von der Autobahn runtergeglitten, um bloß nicht irgendwo gegen zu ballern, zu schallern. Und man soll den Tag nicht vor dem Abend oder in dem Fall die Nacht nicht vor dem Tag loben, gell? Aber jetzt bin ich natürlich gleich dreimal aufgeregt, wenn es bisher gut geht. Bisher noch gar nichts. Nix. Schaut gut aus. Freue ich mich ja ungemein, ja? Und dann teilweise hängst du schon so konzentriert ab. Ich habe auf meinem Billiglenker hier noch, ja, ein kleines Controllerkreuz drauf. Also ein Controllerkreuz, wo du Tasten oben, unten, links, rechts hast. Da habe ich das Blinken mit eingestellt und ich suche gerade so, während ich so angespannt bin hier an meinem Lenker, den Lenkstockschalter zum Blinken und denke mir, wo ist er denn? Warum kann ich nicht blinken? Bis ich wieder schnell. Ja, Mai ist auf dem Controllerkreuz aktiviert. Gibt hier gar keinen Lenkstockschalter bei meinem billigen Ding. Ob es eigentlich bei teuren Lenkrädern einen Lenkstockschalter gibt? Wer weiß. Naja. Also ihr merkt. Freue ich mich. Also bloß nicht noch auf die letzten 5 Kilometer vergurken. Das muss jetzt im schönen Magdeburg, muss das glatt laufen hier. Und trotzdem gilt natürlich auch die Devise, du kannst jetzt nicht wie auf Eiern fahren. Dafür
Ist das jetzt auch ein Standard-Ding mit Hinblick auf LKW, Aufliegerlänge und Co. Nichts Besonderes, also Vollgas. Wie cool. Jo, ansonsten, ich wiederhole mich wie jedes Mal. Nicht so schnell, sonst gibt es noch einen Blitzer auf dem letzten. Gibt ja nicht mehr einen Blitzer. Und wenn ich quatsche, dann merke ich gleich, fange ich wieder an zu schwimmen. Ihr habt ja das gerade gemerkt, der Ruckler, mein Lenkrad hat auch schon einen Schuss weg. Das ruckelt schon ein bisschen. Und das Verbremsen, also dafür müsste ich auch bald einführen, jedes Mal fürs Verbremsen einen Euro. Das gibt's ja nicht. So. Dann positionieren wir mal. Schaffe ich. Aber von außen, Freunde, ihr wisst, wie es ist. Gehe ich gleich in die Verfolgerperspektive und jubel das Ding mal auf die gewünschte Position. Auch da müssten wir mal die Challenge ein bisschen erhöhen, nur einmal zurücksetzen und drin. Sollte hier auf jeden Fall möglich sein, aber jetzt bin ich auch so aufgeregt mit euch. Oh, ist gar nicht schlecht. Ist gar nicht schlecht. In dem Sinne. Peng! Theodor, angekommen. Super cool. Freue ich mich ungemein. Ausgezeichnet. 246 Kilometer in 2 Stunden 20 Minuten. Eine schnelle Kiste. Ach, da ist nichts mit Ableveln, gell? Wenn du so kurz fährst. 3600 Tacken ist natürlich auch ein kleiner Schiss. Aber macht nichts. 490.000 Euro, Level 17 immer noch. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Lasst gerne Like, Kommi und oder Abo da. Ich wünsche euch eine sonnige Sommerzeit. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, bye bye, ciao, ciao, der Checko. Servus.